Ja, hallo und herzlich willkommen hier in Bad Griesbach. Ich bin im Thermenhotel Victoria in Bad Griesbach und Urlaubschecker ferngesteuert, das machen wir hier. Ich möchte Ihnen gerne dieses Vier-Sterne-Haus zeigen, was es unsere Gäste alles bietet. Ich bin schon ein paar Tage hier, gefällt mir sehr gut. Ich würde einfach sagen, Sie kommen mit und wir schauen uns das gemeinsam mal an. Also, herzlich willkommen heißt es hier. Alle Gäste, die hier anreisen, landen zuerst mal an diesem Tisch. Denn jeder Gast bekommt erstmal ein Gläschen Sekt zum Empfang. Und da ist die Stimmung gleich ganz anders. Wir befinden uns hier in einer sehr, sehr schönen Lobby. Wir haben hier Rezeptionisten, die wirklich sehr, sehr aufmerksam sind. Das Ganze ist sehr stilvoll eingerichtet. Und dann geht es von hier aus eigentlich, das ist so ein Zentralpunkt. Es geht überall hin. Wir gehen mal gleich ins Restaurant. Das ist hier. Die sind jetzt am Vorbereiten für das Mittagessen. Es handelt sich ja hier bei dem Victoria Hotel um einen All-Inclusive Hotel. Und das heißt Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Die Köche sind jetzt dabei, schon alles vorzubereiten für den Mittagstisch. Hier werden dann die Suppen, hier gibt es die warme Gerichte, da kommen dann die frischen Gemüse rein. Es hat einen unheimlich gemütlichen und frische Atmosphäre hier. Hier kann man sich richtig wohlfühlen. Und Bad Griesbach ist ja nun Bayern. Und eins kann man sagen, die haben wirklich tolle bayerische Küche, vegetarisches. Aber hier die Schweinebraten und so weiter, das sind natürlich die leckeren Sachen. Also ich habe hier schon ganz lecker gegessen und Sie wissen ja, Essen spielt bei mir in meinem Leben eine ganz große Rolle. Ich genieße nämlich und das kann man hier sehr, sehr gut. Ja, dahinter geht es dann in die Küche raus. Da kommen unsere Gäste natürlich auch nicht rein, da werde ich auch nicht reingehen. Aber wie ich sehe, dass die Köche am Dampfen sind, weiß ich, dass sie sich wieder freuen können auf das, was da kommt. Ja, und wer seine Augen aufhält, der sieht dann hier mitten in der Lobby ein Fahrrad stehen. Und das bedeutet, man kann auch Fahrräder sich hier ausleihen. Das ist ein E-Bike. Das ist natürlich dort, wo es bergauf und bergab geht, ganz, ganz wichtig, mit einer kleinen motorischen Hilfe rumzukommen. Mit den Treppen geht es rauf und runter in den Wellnessbereich. Fahrstuhl ist natürlich auch da. Ja, und hier befinden wir uns dann in der Bar. Und in diese Bar werden die Cocktails gemixt. Hier treffen sich die Gäste nach dem Frühstück, um ein weiteres Getränk zu nehmen, bereiten sich schon auf den Mittagstisch vor. Sollte jemand sehr gut Klavier spielen können, dann darf er auch mal spielen. Das ist klar. Ansonsten ist das abgesperrt. Nicht, dass jeder glaubt, zum Beispiel wie Weinfurt, dass ich spielen muss. Guten Morgen. So, und hier ist dann der Bar. Und hier gibt es, um ein beliebtes Wort von meinem Kollegen Marc Rasch zu sagen, auch Markengetränke im All-Inclusive-Paket. Muss man auch mal sich auf die Zunge zergehen lassen. Tja, und dann geht es hier draus auf die Terrasse. Und da ist natürlich jede Menge Sitzplatz für die Gäste hier. Die können sich hier wohlfühlen. Die können in den wunderbaren Garten reinschauen. Und wenn man mal, ich muss mal eben Platz machen, damit wir auch an den Rand rankommen, kann es ruhiger gehen. Dann können wir sehen, dass hier unten eine wunderbare Außenpoolanlage ist und genügend Liegen und Liegestühle. Und da können sich die Gäste sehr, sehr wohl fühlen. Das ist ja nicht nur der Außenpool, es gibt ja auch noch einen Innenpool und andere Sachen wie Wellnessanwendungen von Massagen.
über die Fingernägel, über die Beauty-Geschichten, Gesichtsbehandlungen, all das kann hier im Haus gemacht werden. Wir gehen wieder eine Stufe weiter. Das ist übrigens ein Perle, das ist der Pavel. Pavel ist hier der Chef-Barkeeper und der liest einem wirklich jeden Wunsch von der Lippe ab. Der kann hier richtig schöne leckere Cocktails machen. Der verwöhnt unsere Gäste also sehr. Sie werden ihn kennenlernen. Man freut sich drauf. Pavel, guten Morgen. Morgen. So, jetzt gehen wir nach unten, ne? Jetzt nutzen wir natürlich einen Fahrstuhl, weil mit euch Treppen zu laufen, das muss ja nicht sein. Wir gehen ins Deck 1. Wir gehen runter. Da, wo die Beauty-Anwendungen sind, kommen Sie einfach mit. Das ist umso schöner. Ja, zum Beispiel die Speisekarte von heute. Buntes Salatbuffet heute Abend mit hausgemachten Dressings, Kräuterschaumsüppchen mit Buttercroutons, geschmorte neuseeländische Lammkeule in Knoblauchsoße mit geschwenkten Speckbohnen, Schweinefilet in Cognac, Pfefferrahms, goldenes, Heidelbeerpfannkuchen, Cassiscreme und Käsebuffet mit einer riesen Obstauswahl. Kann man ja nichts gegen sagen, nicht? So, dann gehen wir mal in den Ruhebereich, wo auch immer das uns hinführt. Das Haus ist natürlich ausgestattet mit einem Tiefgarage. Das heißt, man kann sich sein Auto parken, man braucht nicht mehr. In diese Grotte zum Beispiel steht das Solarium. Aber bei diesem Wetter, wer braucht da schon Solarium? Infrarotkabine für die Gäste. Das können Sie sich auch antun. Ja, und hier ist dann, da merkt man schon die Wärme. Hier ist es natürlich wunderbar. Hier gibt es ein Thermenbad, ein wirklich schönes Schwimmbad. Außenbad ist hier. Und das Innenbad mit einer Temperatur von 36 Grad, glaube ich. Also das ist etwas, wo man sich nur kurzweilig aufhalten soll. Wir gehen trotzdem raus. Dankeschön. Hier hat man nochmal eine schöne Felswand gemacht. Hier gibt es die knapp über 70 Zimmer. Also es ist ein kleineres, übersichtliches Haus. Maximal 169 Personen, weil es gibt ja drei Bett- und Familienzimmer. Und die meisten Zimmer, vielmehr alle Zimmer, haben eine kleine Terrasse oder Balkon. Und sind mit alles ausgestattet, was ein modernes Vier-Sternen-Hotel auch hat. Der Chef hier, der Gerald Wenzel, hat hier ein sagenhaftes Team um sich versammelt. Super Mitarbeiter, sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Von der Rezeption über das Restaurant, über die Bar, über die Zimmermädchen. Hier funktioniert einfach alles. Entschuldigung. Hier gibt es dann die einzelnen Geschäfte noch. Hier gibt es dann das Spa, also das Wohlfühl. Ja, Verwöhnprogramm, kann man sagen. Ich glaube, wir können jetzt hier mal reingehen, Björn, und wir schauen uns das dann mal drinnen an. Überraschen wir mal die Leute. So, hier kommen wir in das Beauty- und Spa-Bereich. Hier ist der Empfang. Und hier, werden dann
die verschiedenste Anwendungen angeboten von Naturheilverfahren über Gesicht, über Ganzkörpermassagen, Finger- und Fußnägelpflege, alles hier zu haben. Und ich kann es Ihnen nur empfehlen, nutzen Sie Ihre Zeit, wenn Sie hier sind. Die Chefin von der Abteilung Beauty ist hier. Sie ist diejenige, die dann die Gäste auch betreut. Und ja, an dieser Stelle sage ich einfach, das war nur ein kleiner Rundgang hier durch den Thermenhotel Victoria in Bad Griesbach. Und ich hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck erhalten, was man hier alles bekommt für relativ wenig Geld. Also viel Spaß.